sind die Wähler der AfD auch Nazis? Ja, die Frage möchte ich dir beantworten. AfD-Wähler sind Nazis. Aber wenn man nicht mit Nazis reden soll, wie will man die AfD-Wähler zurückbekommen? Ich will die nicht zurückbekommen. Ich kann aber auch aus rechtlichen Gründen nicht sagen, die sich hinstellen und sagen, Alice Weidel, deine Theorie stimmt gar nicht, weil sie ist ja auch lesbisch und hat eine Ausländer als Frau. Sie mag rechts sein, aber kein Nazi. Where's the difference? Bruder, das ist die erste, die sich zur Kanzlerschaft bekennt, für die AfD. Rechts sein und Nazi sein ist schon ein großer Unterschied. Naja, bei Nazis sprechen wir zumeist von Gesellschaft- und wirtschaftspolitischen rechten Ansichten. Aber in meiner Welt, und das sind jetzt 20 Jahre antifaschistische Erfahrung, macht keinen großen Unterschied, da zu differenzieren. Und rechts ist nicht gleich rechtsextrem. Jeden rechten Nazi zu nennen, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ja, viel Erfolg in deinem antifaschistischen Kampf. Was man auch meiner Meinung nach, muss man da auch unterscheiden zwischen Nazis und, weil das ist inflationäre Benutzung von dem Begriff Nazis. Die echten Nazis, die haben Millionen Menschen umgebracht. Die heute da sind, die machen das noch nicht gemacht. Ja, wisst ihr auch warum? Weil die noch nicht an der Macht sind. Hans-Georg Maaßen habe ich auch schon Nazi genannt. Hans-Georg Maaßen ist ein Nazi. Das Hauptproblem hinter der inflationären Benutzung von Nazi ist die Verwaschung von Leuten, die rechts der Mitte sind, mit echten, knallharten Nazis oder auch den historischen Nazis. Warum ist das ein Problem für dich? Wenn das dein Hauptproblem ist, was ist denn das Problem damit? Ich glaube, der ungebildete Standard-AfD-Wähler, mit dem ich mich in keinster Weise solidarisieren möchte, ist schon zu unterscheiden von einem originalen Nazi, der im KZ als Wärter flüchtende Häftlinge abgeknallt hat. Das widert mich so an. Der Satz widert mich so an. Glaubt ihr, ich bin dumm oder was? Es gibt viele abgehängte ostdeutsche Identitäten, die AfD wählen als Denkzettel gegen die da oben. Oder nein, die gibt es nicht. Hör auf, das zu erzählen. Das ist eine fucking Lüge. Hör auf, das zu erzählen! Nehmt mir, wie es zur Akzeptanz von Menschen beiträgt, wenn ich einen fucking Nazi dahinstelle und fucking Nazis Paroli zu bieten. Da müsste stehen Neonazi. Oder Faschistenschwein. Dieses Argumentum ad naturam, das, wo alle Nazis mitkommen. Das ist fucking Nazi-Sprech. Das ist einfach nicht natürlich. Trans-Menschen gibt es länger, als es Nazis gibt. Nur um da mal ein bisschen das Ganze richtig zu stellen. Ne? Die ersten Aufzeichnungen von Trans-Menschen sind sehr viel älter als die ersten Aufzeichnungen von Nazis. Hier spricht ein fucking Neonazi. Das ist doch keine Meinung! Das sind keine unterschiedlichen Meinungen! Das ist eine Frau und ein fucking Neonazi! Und ich treffe auf. Und heute packe ich mal jemanden dazu, und zwar einen Neonazi, und von einem Neonazi attackieren lassen. Was? Leroy ist super und du regst dich mal wieder künstlich auf, dass es auch noch Formate mit Meinungsfreiheit gibt. So, und jetzt bann mich. Ja, Alter, weißt du was? Du bist mir noch nicht mal den Bannklick wert, Alter. Du bist eine lächerliche, kümmerliche Nazi-Sau. Du hast wirklich Nazis. Ey, deswegen, ich habe ein großes Problem, Nazis überhaupt zu plattformen oder denen irgendwie eine Bühne zu bieten oder mit denen zu sprechen. Und ja, ich beziehe da, ich sage es jetzt hier, AfD-Politiker sind fucking Neonazis. Das ist eine scheiß Faschistenpartei. Jeder, der diesen Drecksladen wählt, ist ein Faschist oder Faschistenfreund. Und jeder, der so eine beschissene Deutschlandflagge auf seinem Billiganzug trägt, der ist sowieso ein fucking Neonazi. Und die gehören nicht geplattformt, die gehören boykottiert, die gehören ausgegrenzt, die gehören irgendwie in irgendwelche Löcher getrieben. Du bist ein cis-hetero-Neonazi. Alter, Transmenschen brauchen nicht dein Mitleid. Transmenschen brauchen eine Gesellschaft, wo Menschen wie du nicht mehr existieren. Das ist der fucking hard-spoken truth, mein Freund. Wenn du wirklich mitleidig bist oder Empathie hast, dann buddel dich irgendwo ein. Und jetzt halten wir es für eine gute Idee, eine Frau mit einem Neonazi in so ein Format zu knallen. Und bei aller Liebe, ich hasse es wirklich, so einen fucking Neonazi hier zu sehen, wie er da sitzt und einen auf respektvoll macht, während er mit einer Frau spricht, die er am liebsten töten wollte. Und das ist ein fucking Fascho, die wollen dagegen vorgehen, der hat hier nichts zu sagen. Arme Kind, ey. Stell dir vor, du musst einfach in einem Haushalt aufwachsen und dann kommt so ein Kraftsport-Neonazi. Alter, dein Kind ist damit belastet, dass es ein fucking Neonazi als Vater hat. Nazis machen das sehr gerne, auch im Bundestag passiert das übrigens, am laufenden Band. Oh, die. Ja, das checkt er, das geht nicht in sein dummes Neonazi-Hirn rein. Das versteht er einfach nicht. Aber spätestens da schmeiß ich den Neonazi doch vor die Tür. Gib mir mein Ansteckmikrofon und verpiss dich einfach, Neonazi. Raus hier, ganz schnell. Der Unterschied ist, dass er Neonazi in einer Faschistenpartei ist. Es sei denn, du schenkst ihnen Visibility, indem du sie mit Neonazi in so einen Scheißraum stellst. Warum sitzt denn du als straffer Neonazi da in einem blauen Anzug und berichtest im ersten Satz davon, dass du Kraftsport machst? Niemand auf diesem Planeten sollte respektvoll mit dir sprechen. Niemand. Absolut niemand. Du bist ein Fascho und ein Neonazi und Respekt hast du dir aufgrund deiner Parteimitgliedschaft einfach nicht verdient. Hast du nicht. Gibt es nicht. Du gehörst angespuckt von jedem, der dich sieht. Wir nicht den fucking Faschos hier das alles überlassen. Mehr nicht. Und wenn du einen fucking Neonazi einlädst und an den fucking Neonazi, lösch dich einfach, schäm dich einfach, schäm dich. Ich will dich nicht anfeinden, aber ist immer eine Anfeindung. Du willst ein Beispiel, alles klar. Ich will dich nicht anfeinden, aber für mich bist du ein scheiß Neonazi und gehörst in Löcher getrieben. Wir stellen uns klar gegen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, aber auch die zukünftigen Sanktionen, die schon gegen China geplant sind. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalsozialismus. Ja.
Das sind schon Alleinstellungsmerkmale, wenn wir so im Parlament uns umschauen. Ne? Also zunächst einmal zu dieser Brandmauer-Debatte. Das habe ich ja auch in meinen Reden dargelegt. Ich halte diese Debatte für höchstgradig antidemokratisch. Wir sind eine demokratisch gewählte Partei. Wir binden Millionen von Wählern und uns derartig versuchen auszugrenzen, ist ohnehin Gott sei Dank nicht... Einfach Rinse and Repeat, ne? Das ist Rinse and Repeat NSDAP-Gelaber. Wirklich. Aber von der Rhetorik her, dieses dämliche, wir sind demokratisch gewählt, wir binden Millionen von Wählern und eine Zusammenarbeit gänzlich auszuschließen, das habe ich genau so schon alles von NSDAP-Funktionären gehört. Laut aktuellen Umfragen ist die Mehrheit der Befragten gegen eine Zusammenarbeit. Und ein Grund für diese Ablehnung ist auch... Ihr seid Nazis. Das ist der Grund. Also der beste Grund, also es gibt mehrere offensichtliche Gründe, warum der Verfassungsschutz in Deutschland nicht funktioniert, ne? Und abgeschafft gehört. Reformation kannst du auch vergessen. Einer dieser Gründe ist gerade groß im Bild. Dass diese Frau wählbar ist, dass man die Frau und die Partei AfD wählen darf, ist nichts anderes als ein Versagen eines funktionierenden Verfassungsschutzes. Bleiben Sie dabei, dass die AfD für die Bundestagswahl 2025 einen Kandidaten aufstellt? Ein Führer. Glaubst du, dass im nächsten Jahr AfD-Menschen im Bundesrat sitzen werden? Nein. Also das ist halt keine Glaubensfrage. Dass die da überhaupt sitzen, dass die überhaupt die Möglichkeiten haben, da zu sitzen, ist ja eine Schande. Du weißt du, was das wirklich Bedauerliche ist? Die Prognosen, die ich abgebe, wenn ich da so ein bisschen frei Schnauze drüber schnacke, die sind alle aus den Geschichtsbüchern. Das ist alles Zeit der Weimarer Republik. Wenn du dich mit der Weimarer Republik beschäftigst und dir anschaust, was die NSDAP da gemacht hat, in den letzten 6-7 Jahren, bevor sie dann 33 die Macht an sich gerissen haben, das ist sehr creepy und erschreckend. Nazis sind eben Nazis und Nazis machen Nazi-Sachen. Das ist so. Das hat sich noch nicht geändert und das wird sich auch nicht ändern. Nazis machen Nazi-Sachen. Und Konservative machen, was Konservative machen. Deswegen, das kommt ja noch dazu. Und Sozialdemokraten machen, was Sozialdemokraten machen. Die Zentrumspartei war damals Steigbügelhalter der NSDAP. Schauen wir uns die CDU heute an, gucken wir, was passiert. Und die SPD haut heute wie gestern auf Kommunisten ein. Lass doch die Nazis einfach mal 4 bis 8 Jahre regieren. Was soll schon schief gehen? Pack mal 8 Jahre auf 1933 und dann guck dir an, wo die Welt stand. Nach 8 Jahren Nazis. Vor allem, weil Nazis haben es ja auch so mit der Macht wieder abgeben. Ne? Da sind die historisch auch immer sehr fair. In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Ja, genau. Das ist diese dämliche, bescheuerte Annahme, dass Nazis, man müsste die ja nur einrahmen. Ne? Das Zitat übrigens von Papen, der dann auch kurze Zeit später selbst in die NSDAP eingetreten ist. Von Papen hat gesagt, wir können die NSDAP, wir können Hitler einrahmen. Ja, wir können ihn kontrollieren. Wir lassen den regieren, wir geben denen den Kanzlertitel und dann werden die Leute schon sehen, dass er nicht der Heilsbringer ist, den sie in ihm sehen. Hat gut funktioniert damals wie heute. Das ist jedes Mal, wenn ich irgendeinen von diesen bürgerlichen Schwachkopfen höre, die mir erzählen, naja, die sollen ja einfach mal regieren, dann entzaubern die sich von, entzaubern die sich von selbst. Also wenn du mich nach kurzfristigen Zielen fragst, wäre es ganz nett, wenn wir die AfD wieder in Löcher treiben würden. Das wäre so ein ganz guter erster Schritt. Ne? Die AfD ist nicht verboten. Was willst du eigentlich? Wie bürgerlich und dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Wie bescheuert kann ein Mensch, wie politikverdrossen und menschenfeindlich kannst du eigentlich sein? Das ist ja intrinsischer Menschenhass einfach. Das ist ja noch nicht mal aktiv irgendwie Menschen hassen. Das ist einfach intrinsisch. Das ist einfach in dir drin. Als ob die alle nicht zur Schule gegangen wären. Ich habe da keinen Bock drauf. Lasst uns lieber das machen, was Deutsche am besten können. Und zwar Mitleid mit Nazis haben. Ne? Hier gibt's jemanden, der war Hitlers Leibwächter. Und der sitzt jetzt in seinem kleinen Hitlers Leibwächterzimmer. Und der ist immer noch auf freiem Zug. Und der wird aber jetzt interviewt von jemandem. Und dann wird er uns gleich erzählen, dass er... war ja damals in der Leibstandarte, aber das war ja auch immer so in der Zeit und ich fand das auch eine schöne Zeit gewesen und da kann man jetzt aber auch nicht. Das Video heißt tatsächlich, wie ist das, Hitlers Leibwächter zu sein? Und ich frage mich eigentlich, wie kann es sein, dass Hitlers Leibwächter nicht im Gefängnis sitzt? Das ist so meine Frage. Meine Frage wäre nicht, wie ist das, Hitlers Leibwächter zu sein, sondern wieso darf der auf seinem Wohnzimmer dieses Interview führen und ist nicht hinter Gittern? Aber Karl, du kannst doch einen so alten Menschen nicht einfach in einem... Doch, kann ich. Der war Hitlers Leibwächter. Der hat sein Recht, an dieser Gesellschaft zu partizipieren, absolut verspielt. Rein in den Knast mit dir, der kommt da auch nie wieder raus. Dankeschön. Sicherheitsverwahrung. Tschüss.